Das technische Hilfswerk THW ist seit rund 70 Jahren die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Sie hat 2500 hauptamtliche Mitarbeiter und 35.000 bis 40.000 verfügbare ehrenamtliche Helfer. Insgesamt sind rund 80.000 Einsatzkräfte mit Leib und Seele dabei. Dabei wird immer eng mit anderen Blaulichtorganisationen wie der Feuerwehr oder der Polizei zusammengearbeitet, um die Bevölkerung zu schützen. Bei anderen Organisationen kommt es auf Schnelligkeit an. Das THW ist eher der Langstreckenläufer unter den Organisationen. Man sieht sich als Bindeglied zwischen den Landkreisen und den Behörden bzw. als Zahnrad zwischen den verschiedenen Blaulichtorganisationen. Das spiegelt sich auch im Logo wider. Doch was beinhaltet die Arbeit des THW genau? Sie beseitigen entwurzelte Bäume und Trümmerteile bei Sturmschäden, helfen bei eingestürzten oder einsturzgefährdeten Gebäuden, drohende Überflutungen unterstützen sie mit Dammsicherungsarbeiten. Jeder Ortsverband hat eine Sonderaufgabe, die sogenannte Fachgruppe. Normalerweise hat jeder Landkreis nur einen Ortsverband. Da aber beide Verbände in Weißenfels und in Naumburg vor der Kreisgebietsreform gegründet worden sind, hat der Burgenlandkreis das Glück, über zwei Ortsverbände zu verfügen. So findet man in Weißenfels die Fachgruppe Wassergefahren und seit Juli neu hinzugekommen die Fachgruppe Notinstandsetzung und Notversorgung. In Naumburg ist die Fachgruppe Infrastruktur ansässig. Um nicht aus der Übung zu kommen, ist es notwendig, zwischen 100 und 120 Trainingsstunden im Jahr zu absolvieren. So finden in Weißenfels einmal im Monat jeweils mittwochs und samstags die Trainingsdienste statt. In Naumburg trifft man sich alle 14 Tage, samstags und am darauffolgenden Mittwoch. Leider kann aufgrund der derzeitigen Situation kein Treffen der Jugendgruppen stattfinden. Um aber auch hier auf dem neuesten Stand zu bleiben, bilden sich die 10- bis 17-Jährigen derzeit samstags online weiter. Sich ehrenamtlich beim THW zu engagieren, bedeutet, uneigennützig zu handeln. Wer sich ehrenamtlich engagiert, tut Gutes, übernimmt Verantwortung und setzt sich für andere ein. Jedes neue Mitglied wird herzlich willkommen geheißen. Doch hat auch hier die Pandemie einen Ausbildungsstau verursacht. So fehlen derzeit nicht nur neue Freiwillige, sondern vor allem auch Führungskräfte. Die Mitgliedschaft beim THW ist keine Einbahnstraße. Als ehrenamtliches Mitglied gewinnt man wertvolles Know-how zum Thema Katastrophenschutz. Je nach persönlichem Interesse kann man an Weiterbildungen in Sachen Arbeitssicherheit, Didaktik oder Presse- und Öffentlichkeitsarbeit teilnehmen. So wächst jedes Mitglied über sich hinaus.